episodes of KWZ Drive Time, coming to you from the beautiful city. Coming up soon, we've got... Hey, Mike, what's your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserer Serie D-Net. Das ist nur ein Test. Ja, und in den Folgen stellen wir nochmal einen Titel vor, der dem Kanal gespendet wurde. Ein vielleicht schon etwas in die Jahre gekommener Titel, aber mit Sicherheit ein sehr interessanter Titel. Ein Titel, auf den ich mich besonders freue. Es geht um Anno 2205, um Anno 2205. Dazu kann ich nur sagen, ich habe den Titel natürlich noch nicht ausprobiert bis jetzt. Das ist der erste Test. Auch für mich. Aber ich kann dazu sagen, Anno 1704 war das, glaube ich. Den habe ich extremst gesuchtet. Und auch 1404, wenn das jetzt stimmt, so von den Jahreszahlen her. Wir starten sofort mal. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Ja, ich denke, wir nennen uns einfach mal Soteria. Passt jetzt überhaupt nicht zu dem Titel, aber ich habe letztens viele, viele Berichte darüber gelesen und fand die Idee ganz gut. Und wir bleiben beim Namen Soteria, denke ich mal. Ja. Danke, aber ich muss auch ihr Firmenlogo sehen. Zum Zwecke der Identifizierung. Wir dürfen Logos aussuchen. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Ach, hier hinten, die können wir nicht auswählen. Na schön. Aber die ersten hier oben, die so ein bisschen weiß daherkommen. Was nehmen wir denn da? Einen Hamster? Ganz viele Raketen im Kreis fliegen sie. Ein Silvester haben wir schon gehabt. Hatten wir schon. Und naja, das hier sieht mir aus wie ein Außerirdischer. Oder ein Raumschiff vielleicht. Oh, das sieht interessant aus. Eine Faust mit einem Baum im Hintergrund. Es könnte aber auch ein Gehirn sein vielleicht. Och Gottchen, so ein paar Flammen. Und nein, das wollen wir nicht. Das hatten wir in einem anderen Titel schon. Die Karotte, ja, die gefällt mir sehr gut. Oder nehmen wir hier so ein schlüpfendes Küken aus dem Ei. Nein. Ein Panda-Bär. Ja, das hier ginge. Oder die Karotte. Hey, was ist das? Ein Drache.
Oh nein. Entscheidungen. Okay, das will gut überlegt sein, denn, liebe Welt da draußen, ihr habt wieder die Möglichkeit abzustimmen, beziehungsweise mir durch eure... Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben einen engen Zeitplan. Ach so, ja richtig, genau. Die Zeit läuft. Dann nehmen wir die Karotte hier, gesund, gut für die Augen. Und ich weiß nicht, was das jetzt mit unserer Firma hier zu tun haben sollte, aber, boah, nehmen wir die Karotte. Ja, und ihr, liebe Welt da draußen, habt wieder... Die Möglichkeit also abzustimmen, beziehungsweise mit euren Kommentaren, mit euren Likes und mit eurer Guckerei, indem ihr also das Video lange und viel guckt, teilt natürlich auch, zu entscheiden, soll daraus eine Serie werden oder nicht. So, jetzt geht es weiter. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Aha. Wallbruckbecken haben wir da, Kap Ambar oder Viridische Bucht. Och, wollen wir gleich mal das erste nehmen, ja? Das Wallbruckbecken. Nur, das ist ein Zungenbrecher, oder? Wallbruckbecken? Nein, das ist kein Zungenbrecher. Ich tue nur so. Okay, das nehmen wir. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Ja, nehmen wir Standard, Fortgeschrittene oder Experte. Was meint ihr, liebe Welt da draußen, was sollen wir nehmen? Ja, Experte für erfahrene Anno-Spieler. Sie erhalten weniger Credits von ihren Angestellten. Es gibt keine Rettungspakete. Bankrott führt zum endgültigen Verlust ihrer Firma. Oh, warum nicht? Und Wallbruckbecken Soteria mit der Karotte. Okay. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Aber bleiben Sie aufmerksam. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Firma der Big Five den kaputten Damm seit einiger Zeit überwacht. Das könnte sich irgendwann als nützlich erweisen. Aber Ihr Hauptziel ist, hier einen Raumhafen zu bauen. Da ist die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Was sollen wir jetzt machen? Unterkünfte bauen? Hat sie gerade gesagt. Habe ich das richtig verstanden? Oh, wie machen wir das denn? Das ist schon so lange her, dass ich die anderen Teile mal ausprobiert habe. Das heißt, teilweise richtig... Ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der Sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Werben Sie Arbeiter an, also. Ja, dann machen wir das doch. Ach, hier blinkt es auch schon. Wohnhäuser müssen wir bauen und Straßen. Wahrscheinlich erstmal Straßen, damit die Wohnhäuser dann auch verbunden sind mit der Straße. Wie viel können wir... Oh, das ist aber teuer, oder? Moment, wohin haben wir denn viel Platz? Hier sind Berge, da müssen wir wahrscheinlich sowieso hin und später irgendetwas abbauen. Hier leuchtet was. Sieht mir nach Paketen oder so etwas aus. Also ich bin dafür, dass wir hier einfach mal so eine Straße raufziehen. Oha, so weit? Wollen wir schon so weit? Ja, da haben wir unsere erste Straße schon mal gebaut und jetzt bauen wir vielleicht ein paar Wohnhäuser hier noch dran. Kann man das auch so nach oben ziehen? Wollen wir das denn direkt hier an der Klippe haben? Ja nun, die hier wohnen, die hätten dann Glück, denn die haben eine schöne Aussicht. Aber ich bin sicher, wir können auch andere Sachen später noch bauen, deswegen lassen wir hier mal so ein bisschen Platz. Ja, wir können die... Oh, das ist ja schön. Wir können die auch nach oben ziehen, so ein bisschen. 8, 9, 10 machen wir mal. Das soll auch für den... Gibt's Arbeit? Wir sind bereit. Neue Baupläne verfügbar. Das soll doch für den Anfang erstmal reichen. Wir haben neue Baupläne bekommen. Eine Sonnenblumenfarm. Oh, wie schön.
Ja, und wir haben hier eine Reisfarm auch. Ist das denn überhaupt das richtige Gelände, um Reis anzubauen hier? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht machen wir das erstmal mit der Sonnenblumenfarm. Die muss dann natürlich auch mit Straßen verbunden werden. Moment, wo sind unsere Crits? Hier oben sind unsere Credits. Wir haben also noch genug für Straßen. Sehe ich das richtig? Wir bekommen immer was dazu noch. Sehr schön, Sonnenblumenfarm, die hätten wir gerne. Ja, hier mitten in den Wald oder können wir noch Jäger oder so etwas vielleicht besser hierhin kutschieren nachher? Ja, das ist mit dem Platz, wird das nachher wahrscheinlich dann wieder etwas kritisch. Was heißt wieder? Ja, früher war es dann immer so, ach, hätten wir das mal anders gebaut, dann hat man doch ein paar Sachen wieder abgerissen. Aber ich denke mal, wenn wir das hier so hinbauen, ja. Hey, können wir nicht? Die wollen ja auch was essen. Moment mal. Essen unsere Siedler Sonnenblumen? Das ist jetzt nicht so gut, oder? Wir sollten auch ein bisschen Reis anbauen. Oh, die Sonne kommt raus. Sehr schön. Ja, natürlich. Die Straßenanbindung fehlt. Aber da haben wir sie schon. Schwupp. Jetzt brauchen wir Energie wohl, aber wir wollen auch noch ein bisschen Reis anbauen, damit unsere Leute auch was zu essen haben. Was ist das hier? Biopolymerfabrik. Ja, die bauen wir sicherlich dann auch noch später. Ich sehe es jetzt gerade gar nicht blinken hier, aber ich glaube, die Reisfarm, die können wir uns vielleicht noch leisten. Vielleicht hier auf die andere Seite. Das könnte doch ganz nett hier aussehen. Hoppla. Reis. Menschliche Ressourcen ungenügend. Ach, das sagt er doch nur so. Oder meint er das ernst? Ja, das sollte reichen an Reis. Und wir haben noch ein paar Credits, also ist das gar kein Problem. Organische Nahrung wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Ach so. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Ja. Keine Energie, keine Industrie. Derzeit stellen Sie nicht genug zur Verfügung. Ich habe da noch einige Informationen für Sie. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Es verschlechtert die Produktivität. Ah ja. Brauchen wir mehr Leute, brauchen wir. Ja, Logistiknetzwerk überlastet. Oha. Geht nicht? Kein Geld mehr oder was haben wir nicht mehr? Ja, schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier wird auch gearbeitet, aber wir haben zu wenig Energie, wie es aussieht. Bekommen wir denn irgendwo angezeigt, was wir an Energie benötigen? Bauoptionen erweitert. Ah, jetzt. Wir haben Transportzentren und wir haben ganz wichtig hier die Windparks. Ja, können wir die auch ins Wasser bauen? Nein. Es ist sowieso rot. Hier beim Windpark. Irgendwie können wir das gar nicht bauen. Was fehlt uns denn dafür? Ach, diese Sachen fehlen uns. Hier, von dem ich dachte, Biopolymerfabrik nutzt Bioharz, um Biopolymere zu produzieren. Produziert pro Minute Biopolymere 10, verbraucht aber pro Minute Bioharz. Wo bekommen wir das her? Ach so, hier aus den Sonnenblumenfarmen. Und Baukosten, ja, können wir uns noch leisten, was? Wo sollen wir die denn hin? Hinbauen hier beim Reis oder lieber bei den Sonnenblumen? Ach, warum nicht gleich bei den Sonnenblumen? Aber ich bin dafür, dass wir so ein bisschen Richtung oben bauen. Reicht das denn? Ja, so vielleicht schon mal. Das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Genau.
Baumaterial haben wir jetzt also, sagt sie. Und naja, es dauert wohl ein wenig. Und dann können wir hier unsere Windparks aufbauen. Da können wir aber mal gucken, wie das sich hier mit dem Kreis verhält. Brauchen wir das wirklich hier in der Nähe, damit die Fabriken hier gleich mit eingebaut werden? Also damit die sofort mit Energie versorgt werden? Ich glaube fast ja. Das müsste dann also hier so hingebaut werden. Und hier oben dann wahrscheinlich auch nochmal zwei Stück. Ja, warten wir erstmal eine Kleinigkeit. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Wir haben es geschafft. Alles ist rot. Aber die Bewohner sind doch einigermaßen zufrieden, denke ich mal, oder? Ich kann mich nicht beschweren, aber jubeln kann ich auch nicht. Aha. Okay, wir haben Klone. Wir haben ganz viele Klone hier. Und was kann das? Das Lagerhaus, Vertriebszentrum. Na schön. Da passiert ja gar nichts. Ach so, wir brauchen auch hier diese LKWs, Logistik. Transportzentren brauchen wir. Ja, da bauen wir doch eins mal hier oben so hin. Denkste, können wir gar nicht. Ja, da fehlen uns auch hier wieder die Biopolymerfabriken. Oh, die haben wir jetzt gebaut, aber kommt nichts an. Ah ja, das sieht ja schon mal gut aus. Im Vergleich zu den anderen sind wir an erster Stelle vorne. Der Balken ist noch ein bisschen klein, aber das kann sich im Laufe der Zeit ja noch ändern. Was brauchen wir denn jetzt? Mondlizenzierungsprogramm. Mondlizenzierungsprogramm haben wir hier und es ist in Arbeit. Einen Raumhafen aufzubauen bedeutet viel Arbeit. Holen wir die Profis dafür. Werben Sie Arbeiter an. Wir haben 28 von 50. Bauen Sie ein Wohnhaus und verbinden Sie es mit dem Lagerhaus. Haben wir gemacht. 14 von 25. Ja, wir hätten nur eine Reisfarm bauen müssen und wir hätten auch nur eine Sonnenblumenfarm, sehe ich gerade, und eine Biopolymerfabrik. Also wir haben es schon mal übertrieben am Anfang hier. Aber sieht doch schön aus, wenn es dann noch funktionieren würde, ganz nett. Ich glaube, das war's. Ich habe es schon kaputt gemacht, oder? Ach, wir haben noch viel Wasser hier und alles. Wo sind die Jäger? Da ist schon irgendein Tier. Können wir da ranzoomen? Oh, es ist ein Bär. Vorsicht vor dem Bär. Es könnte ein Bär sein. Ich meine, das ist ein Bär. Ein Felsenbär. Ein Bergbär. Ja, liebe Welt da draußen. Damit haben wir also... Was ist das hier oben? Credit, Bilanz. Ja, das sieht doch auch gut aus. Angestellte 83, Ausgabewartung 1320, Bilanz minus 1236, genau wie auf meinem Konto. Wunderbar, alles funktioniert, alles klappt hervorragend. Und wir können ja hier, sehe ich gerade mal, vielleicht ein paar pausieren. Vielleicht geht es dann etwas besser. Für später lassen wir die aber mal stehen, meine ich. Hier brauchen wir auch Energie. Ah, da haben wir doch was bekommen. Sehr schön. Pause. Und hier auch. Pausieren wir das mal. Die Reisfarmen. Sehen Sie? Jetzt funktioniert's. Ja, ich hab gesehen. Hat mir keiner gesagt. Ich bin von selber drauf gekommen. Na, jetzt nur nicht übermütig werden. So, dann schauen wir, ob wir jetzt, haben wir 6 Biopolymere schon, dann schauen wir mal, ob wir die hier so aufbauen können. Ich lasse ein bisschen Platz für eine Straße nachher, wobei, wenn wir das, ja, wir können das auch direkt hier dran bauen. Dann können wir die Straße außenrum gehen lassen, das ist doch auch vielleicht ganz schön. Machen wir das so hier mal. Und hier oben dann vielleicht auch, ich hätte den Windpark jetzt allerdings sehr viel lieber... Außerhalb gebaut irgendwo. Das reicht doch hier, oder? Wenn wir das hier so dran bauen. Ich glaube, hier oben, das ginge sogar.
Müssen wir das so bauen, oder? Also ich glaube hier, wenn wir das hier hinsetzen, ist ein bisschen inshore, ist so ein bisschen im Landesinneren. Aber anders geht es, glaube ich, gar nicht. Offshore hier geht nicht. Im Wasser können wir nichts bauen. Ach, aber herrlich. So, Straßenanbindung haben wir hier an beiden Seiten hier also auch. Ja, wie geht es jetzt weiter? Biopolymere bekommen wir jetzt schon genug. Als nächstes wollten wir doch hier so ein Transportunternehmen noch reinbauen. Hier oben vielleicht hin. Schwupp. Ja, und da können sie transportieren jetzt. Was ist hier los? Nicht genug Arbeitskraft verfügbar. Ja, das bedeutet, wir dürfen hier noch ein paar Häuser bauen. Wie viel können wir bauen? Eins können wir bauen. Ah, das kostet auch Biopolymer. Ja, sollen wir da was warten? Oder wie machen wir das jetzt? Ja, wir wollen ja hier sowieso... Oh, Moment mal. Die sehen ja alle gleich aus jetzt. Wir wollen ja sowieso das hier voll bauen mit Häusern, mit Bewohnern. Und was war das gerade? 58 brauchen wir? Nein, 50, 48 hatten wir oder so. Ach, das passt. Das haut hin. Was ist hier? Fehlen auch Arbeiter. Ja, da will keiner arbeiten auf den Sonnenblumenfeldern. Aber ich denke mal, wir haben Drohnen und so. Wer gewöhnt sich hier an den Geruch? Sonnenblumen, die riechen doch gut, oder? Die riechen nach gar nichts. Wie sieht's mit unseren Reisfeldern aus? Auch da fehlen jetzt ein paar Mitarbeiter. Und auch hier oben bei der Windkraftanlage, bei dem Windpark. Auch da könnte noch was hin. Also wir können ruhig ein paar mehr Arbeiter noch einstellen oder ein paar Häuser mehr bauen. Ja, das kommt ja rein, Biopolymere. Also 8 Häuser könnten wir hier oben nochmal entlang bauen. Hier zum Beispiel. Aber wie kommt's denn? Arbeitskraft fehlt. Ja, Arbeitskraftwartung 30. Hm. Ja, dann bauen wir da noch so ein paar Häuser. Locken wir noch ein paar Siedler an hier. So nämlich. Und hier auch. Die brauchen natürlich noch eine Straße, sonst kommen sie ja nirgends hin. So, schwupp. Und Moment mal. Bauen wir das direkt hier dran? Ja, bauen wir doch hier eine Straße hin. Dann haben die es nicht so weit zum Arbeitsweg. Zum Arbeitsplatz hier. Ja. Das Mannequin ist... Die Bauarbeiter gehören zu den Ersten, die bereit sind. Machen sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Ach was. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Ah, ich wusste, dass hier irgendwas läuft. Nick Papadakis von Papadakis Enterprises. Wenn du einen guten Deal willst, komm in mein Lager. Warnung: Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Oh nein, wir brauchen Wasser, habe ich gar nicht gesehen. Entsalzungsanlage liefert Wasser, das ihre Angestellten benötigen. Benötigt einen Küstenbauplatz. Produziert pro Minute 5 Wasser, Baukostencredits 500. Wir haben ja noch genug. Oh, kommt da eigentlich was rein? Nein, es wird immer weniger bei uns. Hey, das geht automatisch zurück. Warum? Biopolymere brauchen wir dafür auch. Naja, gut. Küstenplätze... Ach, hier sollen wir das hinbauen. Ja, sehr schön. Dann, ja, das ist der einzige Platz. Gut, dass uns das angezeigt wird hier. Schwupp. Können wir noch was bauen davon? Ja, hier noch was hin. Ah, und hier oben. Ah, ja, ich verstehe schon. Ja, brauchen die keine Straßenanbindung? Ja doch, jetzt wird es angezeigt. Sie brauchen Straßenanbindung. So. Ist wieder, natürlich wieder viel zu viel, was wir da bauen. So, Straßenanbindung steht und... Moment.
Ja, sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Ja, haben sie gesagt. Sagten sie gerade schon. Ja, was bauen wir denn hier so Schönes dazwischen? Also, eine Straße direkt hier drüben hin? Ja, warum nicht so ungefähr? Oh, das ist ja schön. Naja, da ist ein kleiner Umweg, aber wenn das Wasser hier durch den Wald fährt, dann ist es auch schön gereinigt durch die frische Luft und so. Wasser mit Luft ist doch auch schön. Firmenstufe aufgestiegen. Einfluss erreicht neue Stufe. Oh, unsere Kronkorken gehen aber immer noch rückwärts statt vorwärts. Ja, was haben wir da falsch gemacht schon wieder? Zu wenig Arbeiter hier schon wieder. Warnung. Energienetz überladen. Oha. Ja, da können wir doch was gegen unternehmen. Ja, wir sollten... Nein, der Arbeiter ist jetzt drin. Ach, das kann ja nicht richtig sein. Wenn das hier rot ist, dann ist es bestimmt nicht richtig. Müssen wir hier was hinbauen? Brauchen die auch Energie? Nein, die brauchen nur Arbeiter. Das ist blau, das ist alles in Ordnung. Hier oben ist auch alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Oh, die haben nur Urlaub gemacht, vielleicht kurz. Und jetzt? Was brauchen wir als nächstes? Ich sehe nichts blinken. Hier unten ist noch was. Infozentrum. Ich überlege gerade, ob wenn wir hier eine zweite Straße noch dran bauen, dann haben wir zwar hier eine Autobahn mitten in der Stadt bei unseren Siedlern, aber ich überlege, ob es damit dann vielleicht schneller geht als mit dieser. Oder wäre das Unsinn? Versuchen wir das doch mal. Wasser brauchen wir. Da könnten wir eigentlich hier besser die Schnellstraße hinbauen. Aber wir versuchen das mal so hier. Geht schneller oder nicht? Ach, das hat jetzt nichts gebracht, oder? Hat nur gekostet. Ja, wir können das richtig gut. Ich weiß. Ja, aber alles ist im blauen Bereich. Was brauchen wir denn sonst noch? Wir haben doch alles, meine ich. Die Fahrzeuge sind ein bisschen langsam. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. So, so. Mehr Energie, sagt sie. Ja, wo ist das Problem? Dann bauen wir doch hier schnell noch ein paar von diesen Energieteilen hin. Ja, so zum Beispiel. Schön am Wasser hier. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Aha. Also brauchen die Teile hier auch Energie? Verstehe ich das richtig? Können wir nicht gleich zwei kriegen mit einem Windpark hier? Wenn wir den mitten reinsetzen, packt er beide vielleicht? Ja, könnte klappen. Ja, so schön. Hier oben kommen dann auch noch Wohnhäuser hin. Oh, das wird schön. Da können die Leute, die dann hier so arbeiten, die können dann gleich hier in der Nähe wohnen. Die brauchen dann nicht so weit. Die eine Straße hier wird überhaupt nicht genutzt. Oh nein. Unser Geld wird weniger. Brauchen wir denn mehr Arbeiter? Was ist denn das hier? Wartungsausgabe. Ach, hier oben fehlen auch noch Arbeiter. Wir brauchen mehr Arbeiter, ich verstehe schon. Nämlich schnell noch ein paar Straßen da dran gebaut. Das soll jetzt aber reichen an Arbeitern. Jetzt müsste aber so langsam mal der Rubel rollen hier. Wir sollten so langsam jetzt mal ein bisschen Geld reinbekommen. Naja gut, die Kreditbilanz sieht schon mal etwas besser aus als am Anfang noch.
Und die Zuschauer, das heißt die Angestellten, die steigen ja auch hier noch. Ja, ich denke mal, ist alles gut. Können wir die Häuser schon... Dass Sie hier in meinem Haus sind, beweist nur, wie gut Sie sich um uns kümmern. Ja, und können wir euch denn schon aufwerten? Befördern zu Administratoren. Ja, zufriedene Arbeiter können befördert werden. Na, das werden wir ja wohl hinbekommen, denke ich mal. Jetzt ist aber alles belegt hier. Ich sehe keine roten Köpfe, alles sieht gut aus. Ja. Alle sind fleißig am Arbeiten. Die Autos kommen mir ein bisschen langsam vor für die Zukunft. Aber hier haben wir sogar fliegende Autos. Oh, wunderbar. Und fliegende Vögel. Ja, aber die gibt es heute auch schon. Und, wie sieht's mit dem... Oh, mit dem Geld, das sieht überhaupt nicht gut aus. Müssen wir denn noch was anderes bauen? Wasser haben wir doch jetzt genug. Wir haben jetzt auch Biopolymere, haben wir genug. Und Energie sollten wir genug haben. Wo sehen wir unsere Energie hier? Arbeitskraft niedrig, Produktion etwas verringert. Bauen Sie weitere Wohnhäuser oder stellen Sie fehlende Waren zur Verfügung? Naja, Wohnhäuser bauen, oder? Oh, da ist ja nachher alles hier voller Wohnhäusern. Und was essen die so? Reis? Immer nur Reis? Kann man hier dran vorbei? Ah, das haben wir schon mal gut gebaut. Ja, den Wald würde ich ganz gerne Wald sein lassen. Hier kommen vielleicht noch Fabriken hin. Oder eine Reihe können wir ja noch bauen an Wohnhäusern hier. Ach so, man kann das hier sogar doppelt dann. Oh, machen wir das mal so. Da sollten aber genug Arbeiter dann kommen, damit wir auch bald wieder ein paar Credits reinbekommen. Neues Gebäude verfügbar. Neue Gebäudearten verfügbar. Ja, dann aber schnell. Was kann das denn? Infozentrum? Gut. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Sehr gut. Ja. Infozentrum zum Zentrum. Erfüllt das Bedürfnis nach Informationen. Platzieren Sie es nahe der Wohngebäude, um diese zu versorgen. Aber gerne doch. Das ist dann so etwas wie der Markt. Jetzt haben wir das hier alles zugebaut. Sehr schön. Ja, bauen wir das jetzt? Okay, ich denke mal, ich weiß nicht, ob wir hier unten noch mehr bauen oder ob wir eher... Wir werden wohl ins Landesinnere mehr bauen. Das heißt, wenn da mal ein Strom kommt oder so etwas, dann haben wir hier vielleicht auch die besseren Karten. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten Ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Ja. Und, wie sieht's aus? Wir bekommen Geld rein? Nein, es wird immer noch weniger. Oh. Ja, aber die allgemeine hier, die Kreditbilanz, die steigt, also die sinkt, meine ich. Und das ist gut im Moment, weil sie im Minusbereich ist. Ah, dann sagt man aber doch steigen dazu, oder? Was so ist hier? Einen wichtigen Gast hatte ich schon lange nicht mehr. Was möchten Sie von mir? Hey, ihr seid zu viel, habe ich den Eindruck. Zugriff auf Infozentren ungenügend. Wir brauchen hier auch noch ein Infozentrum. Na gut. Das bauen wir direkt hier an, oder? Wir bauen eine Straße noch dazwischen. So. Dann seid ihr aber auch versorgt. Da haben wir schon zwei Stück von. Ich bin richtig froh, dass unsere Leute so gut informiert werden hier. So, da sind aber immer noch Was hier... Was soll ich sagen? Es ist einfach großartig hier. Ja, die mögen's. Okay. Bemerkenswerte Fortschritte. Sie haben Arbeiterkolonnen und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. Sie sind für die erste Hürde mehr als bereit. Das Programm erfordert, dass Sie Ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. Ich weiß nicht. Hab ich? Hab nicht erwartet, dass jemand vom Management hier auftaucht. Bitte treten. Ups. Da waren wir zu schnell wohl. Wir sollen was bauen hier? Sollen wir irgendetwas bauen? Oh. Moment, das ist der Lift, der dann hier entsteht. Raumhafengerüst haben wir hier. Ja gut. Das ist aber noch nicht ganz das, was wir jetzt brauchen, meine ich. Beförderungsmodus. Klicken Sie auf ein geeignetes Gebäude. Hier klicke ich drauf, das bringt aber nichts. Ach so, Beförderung, das ist mit unseren... Ja, ich weiß schon. Was ist das? Sektorprojekt verfügbar. Aha. Upgrade nicht möglich. Ach so, ja.
Moment, Rechtsklick und... Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in Ihr Gebiet. Aber bevor Sie mich melden, hören Sie sich lieber mein Angebot an. Ja, dann schießen Sie mal los. Müssen wir das annehmen? Bevor Ihnen Fairwater Coast zugeteilt wurde, hat Lei Sheng hier die Errichtung hydroelektrischer Anlagen vorangetrieben. Diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen, die Lei Sheng von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem gewisse Ereignisse die Dämme unbrauchbar gemacht hatten. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir den Bau des Damms abschließen. Und die Hälfte der produzierten Energie würde Ihrer Firma zustehen. Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Ja, oder wir bauen das alleine fertig hier, weil wir so reich sind und behalten die ganze Energie für uns. Wie wäre denn das? Ach, können wir gar nicht mehr. Jetzt haben wir das. Okay, dann machen wir das. Ja. Ist schon nett. Gut. Ich wollte bei Ihnen wegen eines Berichts nachhaken. Bericht? Oh, die Frage ist, warum sind die Dämme damals eingestürzt? Wir sollten die Trümmer analysieren, um das herauszufinden. Ja, da kommen wir doch erstmal gar nicht hin jetzt. Hier ist was. Dammüberreste. Dammüberreste und hydroelektrisches Kraftwerk haben wir hier. Sollen wir das reparieren mal alles? Noch können wir, glaube ich. Ja, wir können ein paar Häuser noch bei uns aufwerten. Ja, gucken wir uns erstmal an, wie das hier bei uns aussieht. Die Siedler sind soweit, glaube ich, alle ganz zufrieden. Alles ist grün. Ja, aber wir brauchen... Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort gewohnt. Ja, wir brauchen ein paar mehr Siedler oder Administratoren. Kann ja nicht schaden. Vitamindrinks, brauchen Sie Bedürfnis nach Vitamindrinks? Haben wir gar nicht. Verjüngungskuren brauchen Sie, Neuroimplantate und Sicherheit brauchen Sie auch schon dann. Was soll ich sagen? Es ist einfach großartig hier. Ja, die werden nicht glücklich bei uns, denn unsere Credits sinken immer noch. Das finde ich aber schade jetzt. Und nach wie vor, die zweite Straße wird gar nicht benutzt, wie ich das sehe hier. Das war eigentlich nichts. Sollen wir die wieder abreißen? Aber irgendwie konnte man doch schnell Straßen bauen. Man konnte die ausbauen nachher, meine ich. Fliegende Autos, wie schön. Ja, liebe Welt da draußen, ich habe ganz vergessen, auf die Uhr zu gucken. Es kommen ja in unserer Serie Das ist nur ein Test. Immer zwei Folgen. Und kann ich damit meine Arbeit nicht machen. Damit die Folge jetzt nicht allzu lange dauern, damit diese nicht zu lange dauert und die folgende Folge auch nicht, machen wir hier einen kleinen Schnitt und werden uns dann in der nächsten Folge nochmal ansehen, wie wir hier das Vitamin-Drink-Bedürfnis zum Beispiel stillen können. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare. Natürlich, und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.